Es gibt drei Wörter, die in den Anfängerkursen einfach unaussprechbar sind für fast alle Teilnehmerinnen. Shibumonim, Schwiegereltern. Shibumonim oder Pumonim. Pumonim, Shibumonim. Und da kommt meistens so etwas raus wie Pumonim, Puminum, Puminum. Das liegt aber nicht an dir. Das ist einfach, weil gewisse Artikulationsorgane, Muskel im Mund oder Zungenbewegungen für uns ungewohnt sind. Oder auch Sonsengnim ist zwar eigentlich ein einfaches Wort, aber da tun sich auch viele schwer. Da sagen Sonsengnim, viele. Sonsengnim, Sonsengnim, Lehrer oder Lehrerin. Aber auch diese Kombination, wenn du an einem Nomen ein Pluralsilbe anhängst und dann wieder ein Objektmarker, ist das auch so wie Mundyoga. Da kommt dann irgendwie so ein Traktorgeräusch raus, so drrr. Saramdrl, Saramdrl. Wichtig ist, dass du verstehst, das liegt nicht an dir, dass du es nicht aussprechen kannst, sondern es ist für unseren Mund ungewohnt und das ist in Ordnung.